Franz Stangl. Er wird aus dem Tschatterberg-Krimi Kellergassentod lesen. Der Tschatterberg ist das touristische Juwel hier im Burgenland und in diesem Kriminalroman wird er bereits zum dritten Mal Schauplatz tödlicher Intrigen und Machtkämpfe. Eine im Halbdunkel leicht erkennbare Mülltonne musste er nur ein wenig näher schieben, um das Balkongeländer ergreifen und sich hochziehen zu können. Damit stand er nun außen auf seinem Balkon. Doch trotz aller Verrenkungen gelang es ihm nicht, durch die gekippte Tür so zur Klinke hinzukommen, dass sich diese ganz öffnen ließ. Rieger war schon knapp davor, das ungewöhnliche Eindringen in sein Zimmer doch sein zu lassen und ein wenig beschämt, auf den üblichen Weg zurückzukehren, auch wenn er damit an dem unbekannten Wagen vorbei hätte müssen. So hautnah und gleichzeitig doch auch so problemlos könne man das Südburgenland gar nicht kennenlernen, wie mittels dieser völlig neuen Technologie. Rieger war noch nie mit einem E-Bike gefahren. Im Hof des Verleihers, den Bettina Wiegele scheinbar sehr gut kannte, probierte Rieger das Gefährt aus. Schnell wurde ihm klar, dass es Spaß machen würde, sich auf diese Art durch die Landschaft zu bewegen. Und dann ging es auch schon los.